So, natürlich auch Hallöchen YouTube da draußen. Schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid, ihr fleißig meine Wiederholungen auf YouTube reinzieht. Wenn ihr auch mal live sein wollt, einfach auf Twitch vorbeikommen. Das ist ganz einfach. Einfach nur runter in die Videobeschreibung gehen. Da gibt es so irgendwo, da gibt es einen Link zu Twitch. Raufklicken, schon seid ihr da. Würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten genießt auch ihr das Dyson Sphere Program. Alles faule Ausrede. Ja. So, jetzt gucken wir mal kurz. Also, wir haben die Inserter, ne? Wir haben die Fabriken. Wir haben die Splitter, wir haben die Miner, wir haben, die Strommasten haben wir doch schon, sehr schön. Und wir haben die Schmelzen. Was noch fehlt, sind unsere Storage-Boxen. Die haben wir noch nicht, die Depots. Depot 2 braucht kein Depot 1. Okay, spannend. Eisen und Ziegel. Eisen und Ziegel, wir haben hier Eisen. Das ist doch Ziegel hier, oder? Oh, Eisen und Ziegel. Warte mal, wir stocken mal ein bisschen auf. Warte mal, wir haben hier keine Kisten, ne? Eventuell. Lass mal schauen. Habe ich noch ein bisschen? Ich muss erst wieder. Das ist grausam, ne? Man ist ein paar Tage offline und vergisst die Steuerung schon wieder. Halt, warte mal, das bauen wir doch auch irgendwo, oder? Ach, das bauen wir auch irgendwo. Moment. Das bauen wir. Da. Da. Perfekt. Muss ich gar nicht selbst craften, den Kram. So, 1000 wieder dabei. Ich glaube, da nehmen wir auch ein bisschen was mit. Macht auf jeden Fall Sinn. Glas, die natürlich. Vielen, vielen Dank, ne? Ich meine, 447 Stunden. Das ist nicht wenig. Dankeschön für diesen langen, krassen Support. Warum habe ich eigentlich keinen Sprit mehr hier drin? Müssen wir auch mal nachfüllen. Okay, müssen wir aufpassen. So, aber erstmal, machen wir noch ein bisschen Landaufschüttung. Oh nein, Zollpeil 194. Okay, wir machen kleine Landaufschüttung. Dann, ich hole mir mal kurz ein bisschen Sprit. Guck mal, hier machen wir doch auch ganz viel. Wir lagern es nur nicht ein. Warte mal, wo geht denn das hin? Das geht darüber. Ne, wir lagern es nicht ein. Aber wir können auch hier ein paar Stacks einfach rausnehmen. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwo hinzufliegen. Es ist auch die Frage, wenn wir ins Weltall gehen. Ob wir das nehmen? Weil in der Regel haben wir eigentlich. Mal gucken, das hier ist ja bei 6,75 Megajoule, während das hier halt bei 54 Megajoule ist. Natürlich brauchen wir da Titanium-Ingots, aber. Das wäre halt geil, ne? Aber wir können es halt noch nicht. Naja. Träumerei. Träumerei. Warte mal, ich kann mal hier an unseren WLAN-Tower gehen. So, mal ganz kurz mich hier hinstellen, dann geht es mich ratzfatz. Hallo zusammen, Leute! Rettet Elchi vom Verhungern. Kekse! Black Flecken, Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend hier, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, ich hoffe, euch allen geht es da draußen gut, ne? Wie gesagt, hoffentlich seid ihr gut in die Woche reingekommen. Und genießt jetzt den Abend. Oh. Da müssen wir uns erstmal hier ein bisschen was holen. Rein theoretisch müsste ich jetzt auch schon in die richtige Richtung laufen. Können wir ja gleich mal ein bisschen erspähen. So. Wie gesagt. Ich mache das jetzt wegen dem Soll ein bisschen. Das Schöne ist, hier ist eine richtig schöne große Fläche, ne? Also unser Bus läuft meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Sobald wir hier angeschlossen haben, haben wir wieder gut was an Land gemacht. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, der Bus wird er noch länger. Ich meine, gut, wenn wir wirklich alle Gebäude machen wollen, haben wir ja auch noch die ganzen Ölfabriken und so quasi vor uns. Würde ich jetzt aber nicht gleich sofort in Angriff nehmen, sondern ich würde jetzt echt schauen, dass wir jetzt gucken. Erstmal mal einen Test machen, ne? Weil ich einfach wissen will, wie stark wirklich der Gegner da drüben ist. Theoretisch wahrscheinlich ziemlich stark, weil die Lasertürmchen gut Damage machen und unsere Drohnen gar nicht so viel HP haben. Wir können aber mal kurz in die Forschung gucken. Okay, kein Zoll mehr. Lass mal kurz in die Forschung gucken.
Hier, guck mal. Combat Drones. Durability. Ah, schade. Okay, jetzt wahrscheinlich alles gelb. Haben wir ja noch nicht. Oder? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Explosive Weapon Damage. Ich weiß gar nicht, mit was die Drohnen schießen, ehrlich gesagt. Munition haben die ja quasi keine. Steht das dran? Energy Damage. Warum habe ich nur eine Drohne? Ich habe doch gesagt drei. Naja. Eins, zwei, drei. So, jetzt. Keine Ahnung. So, jetzt bin ich ganz für dich da. Oh, Nova. Nova, Schnuckliger. Oh, ein Monster. Ja, dann machen wir doch gleich mal mit. Ausrufezeichen Monster. Wer mitmachen möchte, gerne auch einfach dabei sein. Gegen das Monster kämpfen. Und eventuell, wenn ihr gewinnt, gibt es natürlich ein paar Dositaler. Für euch da draußen. Ganz, ganz klar. So. Schauen wir mal ganz kurz hier rüber. Na, die Reichweite von dem Tor ist auch nicht so riesig, ne? Naja. Let's try, würde ich sagen. Hab ich genug Strom dabei? 82 Masten? Ja, ich denke, das ist genug Strom. Der Gegner ist ja auch in die Richtung. Perfekt. Also, es ist die richtige Richtung. Wie gesagt, wird ein bisschen... Na? Bisschen Harakiri. Das funktioniert gar nicht, ne? Mit dem Linksklicken draufbleiben. Ah, da hat er jetzt einen gesetzt. Toll. Warum setzt er denn da ein? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, ich muss... Nee, selbst das funktioniert. Shift? Auch nicht? Nö. Egal. Jetzt auch noch ein Kohlefeld, okay. Da sind sie. Natürlich auch die Frage, wie groß die Reichweite von den Dingern da ist. Weil eigentlich will ich meinen Planeten ja gar nicht verlassen. Wenn die noch da sind, ne? Ist ja irgendwie auch dappig. Oh, ein Kriegsskelett. Klaas. Respekt. 1100 Dositaler mal eben abgestaubt, weil er der Einzige ist, der hier überlebt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Klaas. So, wie weit sind wir denn davon noch weg? Ich würde jetzt erstmal ganz kurz, falls die auf einmal auf die Idee kommen anzugreifen... Warum auch immer, weil ich vielleicht Aggro ziehe. Ich weiß es ja nicht, wie die da drauf sind. So, ich hatte Raketen. Hat jetzt mein Charakter die Raketen wieder geschnurrt? Ja, hat er. Mein Sack. So, nochmal ganz kurz hier reingucken. EMP Weapons Ranked haben wir gar nicht. Ah, denn gut, wir haben keinen Jam Tower. So, hier geht nichts mehr. Da geht auch nichts mehr. Distribution Range. Increased Distribution Range of the Logistic Distribution. Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das können wir auch mal reinklatschen. Einfach mal schauen, was hier noch so offen ist, dass unsere Anlage nicht steht. Okay. So. Und Dungeon ist auch noch offen. Mache ich natürlich auch mit. Zu den Waffen. Jawohl, zu den Waffen. Richtig so. Und ich glaube, die Arena ist auch offen. In diesem Sinne machen wir auch ein bisschen Arena hier. Ne? So, ist doch noch weiter weg. Also wenn ich mein Gebäude setzen will, müsste ich es quasi so setzen. Dann müsste die Drohne schon angreifen. Die Frage ist... Jetzt gucken. Der Turm schießt nicht, ne? Die Gegner schießen auch nicht. Okay. Nur mal zur Sicherheit. Hallo? Oh, geil, den Turm habe ich richtig gut gesetzt. Den Ding. Ich glaube, ich habe viel zu wenig Raketen. Ein paar Raketen craften, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Gut, dass ich in der Front das versuchen will. Ah, scheiße. Okay. So, gucken wir mal, was passiert. Gar nichts. Ist es zu weit weg? Come on. Gemeindedrohnen sind da. Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Drohnen... Ist die Reichweite von unserem... Muss ich die da hochstecken? Ja, muss ich. Okay, die sind einsatzbereit. Ich hätte erwartet, dass sie den hier angreifen.
Weil von der Reichweite im inneren Kreis wäre dran gewesen. Dossi Rip? I don't know. I don't know. Ich kenne mich hier nicht aus. Bin nur Fußgänger. Ui. Okay. Wow. Ich glaube, meine Drohnen sind auch RIP, oder? Ja. Ui, sind die Akku. Aber. Ja, okay, Raketen sind jetzt aus. Ich gehe mal aus raus. Einfach ein paar Drohnen nochmal basteln. Also so verkehrt war der Angriff jetzt nicht. So schlecht war es doch gar nicht. GZ Dossi. Arena geworden. Kümmere ich mich gleich drum. So, Drohnen sind glaube ich weg. Ja, die hat es gut zerfetzt. Wir fliegen mal ganz kurz zurück. Komm, die mach mal platt. Das war jetzt doch gar nicht so schlecht, oder? Was fehlt mir denn für Raketen? Der Treibstoff, der Combusted Unit. Und die Combusted Unit konnte ich nicht bauen. Ach, weil ich Kohle brauche. Okay, das ist natürlich bescheuert. Wer hat schon Kohle im Inventar, ne? Beziehungsweise ein Lagerhaus. So. Uns fehlt halt eine automatisierte Fabrik für sowas. Und hier sind auch noch mal ein paar. Oh Gott, das sind die schlechten. Aber die können wir gleich mal umrüsten. Ich habe meine verloren, oder? Nee, ich habe meine noch. Warum sind die nicht rausgekommen? Die Feiglinge. Oder gehen die Drohnen, die ich gerade baue, ins Inventar? Kann natürlich auch sein. Sind das weniger Gegner geworden? Ja, oder? Würde ich meinen. Munitionstechnisch 23 Schuss hat er noch. Sehr gut. Bin mir da nicht sicher. Ah, Eisenplatten. Scheiße. Sorry. Hab's verkackt. Hab's vergeigt. Oder wir nehmen einfach den hier mit. Weil die werden mich jetzt ja nicht angreifen, weil ich ja im Angriffsmodus quasi bin. Was wird mich die Munition kosten? Ja. So. Noch ein bisschen Raketenmunition rein. Huch. Oh, das war die falsche Taste. Oh. So, 17 da rein. Nochmal zwei davon rein. So, Strom ist da. Seht ihr, das meinte ich nämlich. Ich habe nämlich hier jetzt 6 Stück drin. Und hier habe ich jetzt nur noch... Er hat nicht alle mein Inventar gestopft, der Sack. Okay, die 4 müsste ich noch upgraden, die ich hier im Inventar habe. Oh. Die haben jetzt schon Spaß. Die haben jetzt schon Spaß. Okay. Okay. Ich glaube, die Einheiten spawnen zu schnell nach, würde ich meinen, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Die spawnen schon gut schnell. Ist das Material, das die einsammeln? Von den Gegnern? Oder? Ein paar Raketen?
Er ist alle verballert. Uiuiui. Ah, nee, da. Hier, 6. Zack, rein damit. Ja. Okay. Ist auch interessant. 14 Schuss noch. 12 Schuss noch. Ich habe alle Drohnen wieder verloren, wie es aussieht. Wenn ich einen Heil der Energy Tower wegkriegen würde, der Problem. Vorhin war der Angriff so gut. Ging alles auf den Turm drauf. Aber ich glaube, mit unserer jetzigen Technologie schaffen wir es nicht. Das würde zu lange dauern. Ich weiß nicht, was der für eine Reichweite hat. Wobei. Hat er jetzt gerade. Welcher Sack hat jetzt Raketen hier geschossen? Ich hab Vollpfosten. Wo sind meine Raketen hin? Oh. Komm schon, den Tower? Kriegst du den Tower irgendwie? Boah! Oha! Die machen gut Damage. Raketenturm vor der Wind, oder? Würde ich sagen. Holy moly. Ist der krank, der Turm. Mach ihn platt, jawohl. 3 Schuss. Guten Abend. Dankeschön für deinen Prime. Dankeschön, dass ich dein Prime für diesen Monat sein darf. Liebe geht raus. Ich bin gerade leicht gestresst. Okay, da kommen sie wieder. Ein paar Drohnen nochmal. Ich kann mir keine mehr leisten. Ah, nur so eine billige Drohne. Krieg den Turm nicht. Nee, der Turm ist nicht down, ne? Aber es gibt gut Stuff. Sag ich mal. Set. Raus. Wo ist die Drohne hin? Da ist die Drohne. Da rein. Ah, okay. Turm ist weg. Raketenturm ist leider weg. Die Panzer hier, ne? Hier gut Schaden machen. Okay, Munition aus. Okay. Also ich glaube... Oh, wir haben den einen Turm aber weggekriegt. Ja, okay. Also mit Raketenturm kriegt man es hin. Ich denke, wir können es ja, glaube ich, stehen lassen. Gib dir noch ein bisschen Munition mit rein, kurz. Servus, wer sehr komisch ist, wenn man einmal diesen feindliche Basis erledigt hat, ist vorbei, nicht so wie bei Factorio. Muss viel bauen und vorher pushen. Ja, ich glaube, mit den Raketentürmen ist das, glaube ich, ziemlich easy. Ich werde mir mal gucken, wir müssen das automatisiert kriegen. Weil Munition von Hand bauen ist einfach dabbert. So. Weil das dauert zu lang. Auch Drohnen und sowas ist halt auch doof. Ja, brauchst aber viele und immer eine nach vorne bauen und die hinteren abreißen. Ja, genau. Quasi langsam vorrücken. Weil die nämlich längere Reichweite haben wie die Laser Tower. Aber es ist krass, wie schnell die nachspawnen, die Gegner. Das ist übel. So, wenn wir uns jetzt mal... mal habe ich ein bisschen... Bisschen was bekommen, okay. Dann können wir nämlich hier mal ein bisschen hier aufräumen. Also aufräumen im Sinne von... Blöds Geschwätz. Ich will gar nicht aufräumen, sondern ich will hier größer bauen. So. Perfekt. Die bessere Muni. Ja, gut. Ich bin ja hier immer noch auf meinem ersten Planeten. Ich habe noch gar nichts verlassen. Ich glaube, was Besseres kann ich ja gar nicht kriegen aktuell. Ohne Titan, ohne LED und den ganzen Kram. So. Dann lass uns mal schauen. Zwei der Komponenten haben wir ja schon. Die Antriebe brauchen wir noch. Und die anderen Antriebe. Einmal Engines und einmal Combusted Units. Die Combusted Units, Kohle. Relativ easy. Und die Engine ist eigentlich auch relativ easy. Wir haben nur keine Kohle da. Aber wir nutzen jetzt einfach das Feld hier. Ganz ehrlich, wir machen das hier einfach. Ganz easy. Brauchen wir jetzt auch nicht großartig hier irgendwie rumtricksen. Da haben wir Kohle. Damit Missile Set, das meinte ich.
Missile Set. Weiß gar nicht, kann ich mal aus Neugier, aber ich glaube, ich kann nicht weiter, ne? Ah, es gibt noch die Impulskanone. Warte mal. Blast Radius. Steht hier irgendwie die Reichweite? Range of Ground Defense. Oh. 12 bis 58. Und er hat ja. 60. Okay. Okay, geht nicht weiter. Ich glaube, der Taktdrohnen. Ja, die sind noch bei Gold. Und auch die Munition. Ja, gut. Ja, bringt mir ja nichts. Ich habe keine Titan. Also. Und hier gibt es bessere Raketen. Aber die sind halt auch noch weit, weit weg. Ah, die ist für dich auch neu, die Impulskanone. Okay. Long-term research around the dark fog is especially sensitive to certain wave bands of signals. Maybe this can be used to produce a facility that triggers dark fog's hatred and induce it for a target. Was? Okay, ich baue das Ding auf und dann sind die pissed. Wow, geil. Okay. Nein, mache ich jetzt nicht. Bin ich jetzt nicht so drauf erpicht. So, machen wir erstmal das hier. Das ist einfach nur... die Coils und Kupfer. Die Coils haben wir da. Schauen wir mal, ob wir... Wir gehen ungefähr hier raus, hätte ich gesagt. So. Einmal die Coils rein. Und das Gute ist, wir können jetzt hier auch einfach da... Ich überlege gerade... Ja, wir machen es so. So, und dann natürlich logischerweise runter. Einmal. Und Kupfer haben wir da. Haben wir irgendwo schon Kupfer abgezwackt? Nee, ne? Da ist natürlich das doofe Band im Weg. Ah, wir machen es einfach davor. Wenn es da reinpasst, bin mir nicht sicher, ob es da reinpasst. Aber passt da rein. Sehr gut. So. So. Und deine Raketentürme schießen, egal wo sie stehen. Und deine Raketentürme schießen, egal wo sie stehen. Was meinst du damit? Ich meine, das ist ja klar, dass sie schießen, egal wo sie stehen. Aber halt reichweitentechnisch, ne? Gerdex, einen wunderschönen guten Abend. Und ich bin der Batman natürlich auch ein wunderschönen guten Abend, ne? So, Gebäude müsste ich ja da haben. Packen wir mal zwei Stück hin. Das wäre einmal das. Ach ja, mal wieder. Copy-Paste-Fehler. Sorry. Bin's immer noch nicht gewohnt. So. So, hier funktioniert die Drohne nach wie vor. Komischerweise nur bei dem Ding da. Also, wir haben immer noch das Rätsel, warum wir... Außer mal gucken, vielleicht hat der Neustart was gebracht. Ich schau mal, wenn ich jetzt Greifer verbrauche. Wobei, wir haben 169 Greifer und ich habe gar nicht so viel eingestellt. Von dem her müsste man dann noch nichts merken. So, natürlich fehlt noch Strom. Na, komm her. Die haben so eine komische Hitbox. Keine Ahnung. Ach, uns fehlen immer noch die Lagerhäuser, ne? Ach, Mann, ey. Dummbatz. So. Dem Turm schießen die Raketen planetenweit. Echt? Ja, aber die haben doch nur... Hä? Die haben doch gar nicht so viel Reichweite. 60 Meter Reichweite. Wie wollen die da planetenweit schießen, bitte? Wie soll denn das funktionieren? So, ich begrenze mal ein bisschen. Einfach aus Prinzip. So, das hätten wir. Und dann brauchen wir noch... das hier.
Haben wir hier die Kohle. Ich überlege gerade. Das Ding steht scheiße. Weil doch, das müsste, glaube ich, von der Reichweite her passen. Oder? Nee, das ist kacke. Das steht scheiße. Wir machen es woanders hin einfach. Kuh? Ja. Packen sie da drüben hin. Oder, warte. Gucken, ob das so geht. Nicht hier rauskommen. Nein? Ah, oh, das wäre doch so ein Traum gewesen. Ah. Kann ich hoch? Oh, hoch geht? Ne? Doch, hoch geht. Dann machen wir halt so. Haha. Dossi weiß, wie man trickst. Oder eng baut. In dem Fall. Holy shit. So, hier kommen natürlich die Dinger hier. Wie kann man sich das, den scheiß Hotkey nicht merken? So. Huch. Ach, Gott, Rice. Moin, alle zusammen. Und Lücke, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch beiden. Der Turm gibt es, der Turm gibt das Ziel vor, dann ist die Reichweite der Raketentürme egal. Warte mal, reden wir jetzt gerade von dem hier? Ach so, es geht um den Turm. So. Jetzt. Okay. Jetzt ergibt das einen Sinn. So, ach, jetzt hat er keinen Strom. Oh, da passt einer rein. Gut gebaut. Perfekt. So, weiß gar nicht, was der hier frisst. Lack of Item, natürlich. Wie soll es anders sein? Was habe ich? Total Power Consumed of the Cluster exceeded 1 TJ. Okay. Ist in Ordnung. So. Dann hätten wir jetzt eigentlich alles für die Missile Sets. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das zusammenfügen können. Wie viel habe ich denn noch Landaufschüttung? 71. Das ist nicht viel. Aber könnte vielleicht reichen. Theoretisch will ich ja hier noch Kohle abbauen. Irgendwann. Deswegen soll ich das vielleicht jetzt nicht zubauen. So. Da noch ein bisschen. Ja, wir haben echt endlich mal angenehm, dass man den Scheiß hier mal machen kann. Ist doch nichts Neues. Wird es warm, fallen Züge aus wegen der Klimaanlage und wird es kalt, fallen Züge aus wegen der Stellwerke. Ja, ja, die guten Trains. So, Kupfer haben wir da. Müssen wir mal weiterleiten. Leiten wir mal bis hierher. Können wir da nämlich schon mal wieder rein. Und gehen. So kannst du... Das ist manchmal echt komisch. Das ist ja dappig, wie ich das hier gebaut habe. Das ist richtig dappig.
Kommt auch nicht mehr weiter runter hier, ne? Warte mal, ich probiere mal einen Trick. Manchmal hat das schon funktioniert. Nein, okay. Dann, kurz überlegen, wie ich das drüber kriege. Ja gut, ich kann höher gehen. Gehen wir einfach höher. Ja. So. Okay. Und wir nehmen hier auch noch ab. So. Weiß gar nicht, wie viel. Bin ich gerade etwas verwirrt? Ich weiß es nicht. Was fressen die? 6 Kupfer. Boah, in 2 Sekunden 6 Kupfer. Boah, das wird unsere ganze Kupfervorräte wahrscheinlich verschlingen einfach. Okay, aber gut, dass wir Kupfer auf der ersten Seite haben. So wie wir es haben wollten. Sehr gut. Weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist mit 3 Anlagen für Raketen. Aber ich glaube nicht, weil wir brauchen so oder so viel Raketen. Von dem her habe ich nicht verkehrt. So. Ah, angeschlossen ist auf der einen Seite schon. Sehr gut. So. Der wievielte DSP-Stream ist es eigentlich? Der 3. oder 4. Ich weiß es gerade nicht. Könnte man sich überlegen, ob man das in die Videobeschreibung, in die Ding packt. In die Stream-Info immer. Oder? Wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Als habe ich es doch so zugebaut. Egal, an die Kohle komme ich so oder so auch ran. Scheißegal. So, welches Item wäre wichtiger? Ist eigentlich egal. 2 und 1, das ist wurscht. Nee, das wäre zu einfach. Weiß nicht, man kann es in den Videos, würde ich sehen. Ach, weil, ganz ehrlich, mich interessiert es so sehr, dass ich das jetzt nämlich in die Videobeschreibung reinpacke. Das ist unser 3. Stream. Also quasi, die Fabrik muss wachsen und dann machen wir hier Tag 3. Machen wir einfach Tag 3 draus. So. Luck of Item. Ich glaub's, ich hab mal keine Fließbänder. Holy moly. Ja. Wir sind alle verbraucht, ey. Möge die Raketenmunition fließen. Habe ich was vergessen? Kupfer. Kein Kupfer da. Hä? Das ist schon Kupfer. Ja. Und du bist auch Kupfer. Ja. Warum sind die Dinger falsch rum? Oh. Das ist immer diese scheiß Copy-Paste. So. Meine Kupfervernichtungsmaschine nenne ich das jetzt. Anders kann man es, glaube ich, nicht. Ja, ja, nein, nein, das ist schon wieder hier. Riefst du gleich wieder hier einen Zock ab? Nee, da ist scheiße. Da ist auch Kacke. Brauch mehr. Mehr Platz. Kein Eisen mehr. So, ganz dringend brauchen wir eine Kiste. Eine Kistenproduktion. Ganz, ganz dringend. So.
Willst du jetzt nicht übertreiben, weil ich glaube wirklich, dass das gut Kupfer verbratet, oder? Hier, guck mal, zu langsam, oder? Ja. Also entweder... Ja, okay, jetzt ist eh Kupfer zu langsam. So, dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen versorgen. Wir gehen mal an den Anfang hin. Erstmal hier, weil ich glaube, das ist auch noch ein schlechtes Band. So. Das geht bis hierher. Und dann haben wir hier noch das schlechte Band. Zack. So, jetzt. Es läuft erstmal wieder voll, ne? Darf man nicht vergessen. Greifer sind natürlich immer noch zu langsam. So, kommt jetzt schon aus der Schmelze zu wenig? Du willst nicht übertreiben. Wer bist du und was hast du mit Dossi gemacht? Nee, wir sind an der Kapazität vom Fließband angelangt, glaube ich. Weil wir zu viel abgreifen. Nee. Ah, hier ist noch ein Fließband. Guck mal, da. Da ist der Übeltäter. Da war er. Okay. So. Einfach zu langsam. Man kann jetzt entweder ein schnelleres nehmen oder einfach zwei. Es ist eh zu langsam, weil, ganz ehrlich, das sind 12 Items pro Sekunde und wir verbraten pro Sekunde hier 3, 6, 9. Oh ne, dann reicht sogar. Dann hätte man sogar noch mehr setzen können. Aber es mangelt hier an diesen komischen Antrieben. Und zwar an denen hier, weil, boah, das braucht halt auch, wie lange dauert das? 3 Sekunden. Ah, okay. Drei Sekunden eine und wir verbrauchen in einer Sekunde eine. Da müsste es eigentlich reichen. Hoffe ich. Nee, Quatsch, in 3 Sekunden erzeugen wir eine. Und wir verbrauchen in einer Sekunde eine. Ach du Scheiße. Wir erzeugen jetzt in einer Sekunde eine. Das heißt, wir versorgen jetzt eine Fabrik. Ja, okay. Wir bräuchten quasi noch mehr davon. Dann reicht aber die Kohle nicht aus und dann haben wir hier Scheiße gebaut. Was soll's. Sieht so aus, als würde es an den grünen Teilen mangeln. An den grünen? Wie kommst du denn auf die grünen? Hä? Hä? Ein paar Kreise sind noch voll. Es mangelt an den Antrieben. Und die Antriebe mangeln an Kohle wahrscheinlich dann gleich. Weil wir haben hier auch noch Kohle im Notfall. Wir müssen wohl ein bisschen... Hauptsache, wir kriegen Raketen, ne? Also ganz ehrlich. Die Zahl war immer rot. Ist ja zu langsam. Hä? Ist das echt zu langsam? Oh, die Dinger sind aber auch echt scheiße, diese Greifer. Holen wir uns mal welche. Das sind die da hier, ne? Genau. So, man jetzt hier... Ja, da mangelt es jetzt eher an den Dingern. So, versuchen wir mal was. Bisschen ungeschickt gebaut, meiner Meinung nach.
bisschen sehr ungeschickt gebaut. Lass mich kurz nachdenken. Wir kappen mal das kurz ab. Wir kappen es mal bis da ab. So. Eins hoch, bitte. Schicken das so durch. Dann ist das nämlich egal, wo das lang geht. So. Dann ist das schon mal nicht im Weg. Was bist du? Du bist das coole Brikettband. Ah. Kappen wir mal ganz kurz da ab, da ab. Eh praktisch. Kann ich wieder ein paar bisschen was ins Inventar stopfen. Und du bist natürlich das Ergebnis, klar. So. Reicht die Kohle, die da rauskommt? Ja, wird weniger, ne? Ja. So. Aber es kommt mehr raus. Um Kohle kümmern wir uns gleich. Wir müssen auch das Band hier mal eben... da durchkriegen. So. Okay. So, man sieht, jetzt ist der Verbrauch natürlich deutlich größer wieder. Es kann sogar sein, dass wir jetzt zu wenig Schaltkreise machen. Geht runter, ne? Ja. Aber Puffer wäre noch da, also kein Problem. Können wir jederzeit größer machen. Genau, hier fehlt es jetzt an Kohle. Können wir es nicht anzapfen, weil ich hier zugebaut habe. Aber wir können einfach hier klauen. Machen wir hier einen Splitter rein. Dann hat sich das. Weiß nicht, ich bin einfach ein großer Fan von diesem Splitter nach oben. Ich weiß nicht warum, aber. Nein, reicht nicht. Immer der gleiche Scheiß hier. So, wo kommen wir lang? Wir könnten... Wo hängen wir? Achso, in der Anlage. Kein Problem. Im Endeffekt können wir dann einfach da einspeisen. So. Das sollte reichen. Da kommt definitiv genug bei rum. So, was sagt die Munition? Jawohl, da haben wir schon ein bisschen Schuss. Vielleicht mal einen oder anderen Raketenturm noch bauen. Brauchen wir auch von diesen komischen Steuerdingern. Da haben wir ja auch noch ein paar. Nehmen wir gerade mal ein bisschen mit. 59 Stück. Vielleicht auch mal hier nochmal um 1 upgraden. Dass wir da mehr Reserven kriegen. So. Was ist das? Ja. Eine Spaghettifabrik in Factory ist ein Scheißdreck zu dem, was du hier an Fließbändern verlegst.
dann hast du noch nie in Factorio eine Spaghetti-Fabrik gesehen. Du nennst das Spaghetti? Oh mein Gott, dann hast du wirklich noch nie eine Spaghetti-Fabrik in Factorio gesehen. Wenn das schon Spaghetti für dich ist. Oh mein Gott. Weil dann ist das ja ein Witz. Das ist ein Witz. Ein Fließband, das hier durchgeht. Genau, das ist noch eine sehr gut sortierte Fabrik. Spaghetti-Fabrik, richtig. Allein schon die Tatsache, dass dieser Bus hier wunderbar aufgebaut ist. Das kannst du doch nicht Spaghetti nennen, nur weil ich jetzt hier ein Kohleband durchfließen lasse. Aber jedem das eine. Kann mir ja egal sein. So. Bin ja nicht hier, um perfekt zu bauen. Bin hier, um Spaß zu haben. Was bräuchte ihr mal für die Kisten? Eisen und das Ziegelzeug. Mal, hier ist Eisen und... Eisen ist hier und Ziegel ist da. Könnte man eigentlich hier hin batschen. Außer wir hätten hier noch was anderes, was da hinpassen würde. Habe ich Munition mitgenommen? Nee, ne. So, nehmen wir doch einfach mal mit. Uhuhu. Packen wir mir auch gleich ein bisschen Munition rein. So, das ist unser Backup. Das Geile ist, dass der hier die ganze Zeit Ressourcen sammelt. Das finde ich echt cool. So, jetzt machen wir erstmal einen Backup-Turm. Ach, guck mal, die bauen den wieder auf. Oder die haben den wieder aufgebaut, die Schweine. Die Schweine. Okay, erstmal ein Backup-Turm hier so, 50 davon. Dann packen wir hier auch noch einen Turm hin. So. Und dann packen wir hier mal unser... Der würde beide erreichen. Wobei der... Hä, ist der Turm fertig? Huch, ach! Hör doch auf zu ballern, du Affe! Oh, Jesus. Okay. Habe ich nur 3 gebaut? Ich hätte schwören können, ich habe 4 gebaut. Bauen wir nochmal einen nach eben. Der hat keine Munition mehr da hinten, weil ich keine Kupfermunition mehr dabei habe. Schade. Ups. Ups. Hoppla. Nicht aufgepasst. Huch. Okay. Or use metadata to redeploy or reassign. Center Brain will dispatch a new Icarus to the landing point on the 24. Wie würde man sagen? Oh nein. Oh nein. Scattered components into an intact Icarus. Wer hat mich denn gekillt? War ich zu nah am Turm? War ich zu nah am Turm? Hat das jemand gesehen? Rice. Ah, schade, schade, schade. Ja, gut. Keine Ahnung. Ich denke mal das hier, oder? 20.15 Uhr ist 3 Minuten her. Ja, Load Game. Load Game. Ah, das Kohleband ist auch schon gesetzt. Ach, dann fehlen ja nur die Raketentürmchen, die ich gesetzt habe. Ja, okay, dann ist gar nicht so kritisch. Dann ist gar nicht so kritisch. Dann lasst mich doch noch eine Sache machen. Warte mal, warte mal. Der Laser hat aber dreimal auf mich geschossen. Oh, krass, war ich so nah dran. Das habe ich aber auch gar nicht gesehen. Übel. Okay. So, mal ganz kurz hier ein bisschen aufräumen.
Ach, schon der Luck of Item. Diese. So bedingt. So. Einfach nur, dass wir ein bisschen Backup-Munition haben. Für unsere Backup-Türme. Ich weiß, die sind lang nicht so effizient wie die Raketentürme. Aber besser, wie gar keine Munition zu haben. Vielleicht bauen wir nochmal einen zweiten. Einfach noch eine zweite Fabrik hin. So. Okay. Dann bauen wir jetzt noch mal 5 davon. Und dann passt mal ein bisschen besser auf, dass ich nicht so weit an die Front gehe. Weil ich war ja letztendlich auch der Auslöser. Ich wollte nämlich eigentlich erst die Türme setzen und dann die Munition reinpacken und nicht so weit vorgehen, dass meine eigenen Raketen in mir... Ich werde wahrscheinlich am besten, werde ich keine Raketen bei mir reinpacken. Dann kann mir das nicht nochmal passieren. Das ist eine sehr gute Frage. Die sieht eigentlich, wenn ich nicht forsche, sieht die ganz gut aus. Ich fange einiges ab über Solar. Also das passt eigentlich. So, nehmen wir alles nochmal mit. Auf ein neues. Wir speichern auch gleich vor Ort. Mal hier geht's gleich los. Können wir die gleich abfangen. Wenn die da spawnen oder angreifen. So. So, der Turm hat ja vorhin auf einmal keine Munition mehr gehabt. Der hat noch 10. Gebe ich dem auch gerade noch mal ein bisschen was ab. So, einfach mal noch mal speichern zur Sicherheit. Game saved, super. Bevor wir da wieder noch mal alles machen müssen. So, das sind meine 2 Backup-Türme. Weiß nicht, ob es eine bessere Möglichkeit gibt, Munition reinzupacken, als so wie ich das mache. Ein bisschen umständlich, meiner Meinung nach. So. Jetzt bleiben wir hier schön hinten. Ach, ganz ehrlich. Was soll der Geiz? Noch mehr Raketentürmchen. Reißen die da ab. Na los. So. Ein Turm weniger. Sehr gut. Weiter vor. Per Fließband-Dossi. Ja genau, ich habe Zeit, jetzt hier Fließbänder zu setzen. Willst du mich veräppeln, wenn ich die ganze Türmchen abreiße? Die Frage ist... Na, den darf ich nicht so weit setzen, okay. Dann setze ich da einen hin. Boah. Ach, jetzt sind die Dinger auch noch gespawnt, ne? Die Angriffswelle. Kann ich die irgendwie steuern? Oder denen sagen, die sollen auf was zielen? Oh, jetzt sieht's gut aus. Oh, ihr habt keine Einheiten mehr? Das ist aber doof für euch, ne?
Da sind wir hier gespawnt. Munition aus. Ich habe noch gut Munition. Der Turm da hinten. Der wäre in Reichweite. So, jetzt kriegt er was ab. Wenn der weg ist, können wir da näher ran. Der hier hat so viel Reichweite auf alles. Schon. Hi. Perfekt. Wieder einer kaputt. Warning. Warning. You're about to enter a dark fog. Was willst du von mir? Press Z to enter the combat. Was kommt denn der jetzt hier? Fällt das aber auch früh auf? Feuer aus allen Rohren! Auf geht's! Oh, das war zu nah. Ich würde mal sagen, der Gegner ist am Arsch. Ja, das war's, mein Guter. Unable to remove Dritter. Das von Single Burst, Group Burst und noch etwas. Warte mal, das wollte ich. Ich hätte vielleicht auch Super Burst machen können. Tourette's have a powerful ability. Supernova. Tourette's will accumulate a large amount of energy for a short time once supernova has been enabled. After accumulating, Tourette's will enter burst mode and fire extremely quickly for several seconds. Ach so. Note, supernova costs a massive amount of power. It can't be used if power supply is too low. Ja, schön, dass wir darüber You're gesprochen unstoppable haben. No matter what dark fog does. After a long night, here comes the dawn. We've completely destroyed a planetary base. Dark Fog Core Driller can't stop us from expanding factories on its ruins. You can bury the driller by using foundation, yet a great amount of soil piles will be consumed. Oh, nice, nice. Ui, schön, danke schön.